Jetzt kommt erst die Funkel. Alter, sind hier viele Karfunkel. Funkel, Karfunkel. Oder bist du ja? Wie ist Zanaroa ergangen? Hat sie die Aufgabe erledigt? Naja. Ja, aber... Ne? So viel auf einem Haufen? Am liebsten hätte ich auch drei Stück, die so hinter mir herlaufen. Meisterin, ich habe erkannt, dass ich ungeeignet für die Hermetik bin. Ich breche meine Ausbildung ab. Bitte verzeiht, dass ich eure Zeit verschwendet habe. Ich glaube, ich habe überhaupt kein Talent. Für gar nichts. Na, wer wird denn gleich so schwarz sehen? Natürlich hast du Talent. Und wenn es nicht in der Hermetik liegt, dann ganz gewiss auf einem anderen Gebiet. Schon möglich, dass du keine geborene Kämpferin bist. Aber es muss ja nicht jeder kämpfen. Deine Begeisterung kann dich ganz vergessen lassen, wo deine Stärken und Schwächen liegen. Sagst du, dass du für einen Bund alle Verwaltungsangelegenheiten erledigst? Mathematik ist die Grundlage dafür, genauso wie für die Hermetik. Nur weil du die so gut beherrscht hast, hast du deinen Karfunkel überhaupt so schnell herbeirufen können. Ist das etwa nichts? Ich glaube, du unterschätzt den Wert all der Erfahrung, die du als Rezeptionistin gesammelt hast. Du bist für deine Freunde schon eine weit größere Hilfe, als dir selbst bewusst ist. Und bestimmt viel hilfreicher als noch eine weitere Kriegerin. Oder wie siehst du das? Warte, das ist die Grundlage für die Hermetik. Ja, da habe ich den Hermetik auf 80 bekommen. Eine sehr gute Frage. Die müsste ich mir dann aber auch stellen. Weil Mathe und ich, wir werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Vielen Dank, Meisterin. Es ist schade, dass ich so unbegabt für die Hermetik bin. Aber eure freundlichen Worte werde ich immer im Herzen bewahren. Mehr Knicks sind ganz so gut. So. Auftrag abgeschlossen. So. Oh, jetzt kannst du in Ruhe. Wir haben hier sonst nichts zu tun. Glaube ich gar nicht erzählt haben. Wieso das denn? Ich wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung, falls das was Ernstes sein sollte. Aber ich hab mich echt schon ein bisschen gewundert. Nee. Warte, wo muss ich hin? Ich glaube, ich bin so ein richtiges Luna-Fan. Mein Arzt ein... Warte, die man nicht sagen darf, ist... Ah, okay. So ein Arzt kenne ich. Damals, hatte ich einen Arzt, da musste ich halt einfach nur über die Straße gehen. Dann war ich da, der war... War? Ja. Darf ich nicht sagen. War auf jeden Fall spaßig. Gut, was war das? Dick ist so cool. Gott, das ist schon die ganze Zeit, Mann, ey. Lass mich eine Stunde im Wartezimmer sitzen. Hat mich in 10 Minuten abgefrühstückt und mich dann nochmal 20 Minuten auf meinen Rezeptkrank schrauben wollte. Oh Gott. Ja, sowas hasse ich. Das kenne ich zu Genüge.
Blümchen, ey. Ich will Beinchen, ey. Da muss ich hin. Gott, der Drache ist cool. Die Messung vornehmen. Dabei kommen natürlich so viele Instrumente zum Einsatz. Ja, gut. Machen wir. Drache, du und ich halten auch schon. Nicht die Antilopengurken gerade, bitte. Oh Gott. Ich glaube, Gott ist das gerade genießt. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe da irgendwas gehört. Was ist das Gott, ja? Ja, mach das. Schön, dass du fertig bist. Wo geht's jetzt hin? Bin ich darüber? Bin ich darüber? Oh. Der gute Herr dann. Da. Welchen? Aussichtspunkt. Ah. Der flotte Fledermaus. Lass mich hier raus. Und was? Sehr gut. Ich sage nur, oh Mann. Oh Mann und dämlich. Sehr dämlich. Ich glaube, dem Arzt hätte ich was. Dem Arzt hätte ich was erzählt, ey. Aber so, sowas ähnliches hatte ich auch. Nur bei mir war es damals kein Arzt. So, warum muss ich denn jetzt? Muss ich da hinten? Luna gerade da. Will wieder weiter fliegen. Zack, es sinkt ins Gesicht. Zack, 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 zack. Wo bist du? Bin ich blind? Höchstwahrscheinlich bin ich das. Da. Nein, nicht der Schokobo. Ja. Bis da kommt sie nicht irgendwo ran muss. Oh, dieser Karfunkel. Die ist so schön. Da musst du keine in Joghurt zählen.
Eine habe ich ja gerade erst hinter mir. Da war ich ja froh, dass Hybrid nicht mehr drin war. Ich glaube, ansonsten hätte ich mich da zu Tode gewartet. Da war ja niemand zu finden. Mal wieder aufgrund Heilermangel. Weil vor den Invis gehe ich auch immer aufs Klo. Deswegen. Das muss ich nicht. Wenn ich das passen wird so ein bisschen. Nur läuft da rum. Schön, ey. Macht Spaß. So, habe ich es jetzt endlich. Nein, nicht die Mode verschicken, bitte. Ja, danke. Hui. Der Freund noch nicht und ist, bitte mich, später gehe ich da das Geld farmen. Echt? Gehen FF off, aber bleibe natürlich im Stream. Okay. Mach das. Und noch bin ich ja eh beschäftigt. Das kann sich ja, glaube ich, auch noch eine Weile hinziehen. Aber es ist immerhin schon mal positiv, dass wir heute definitiv Heaven's Sword erreichen. Mittlerweile geht's auch wieder. Ich glaube zwar, dass die Tabletten ihr Teil dazu beigetragen haben, aber es ist mir egal. Wie, Hauptsache ich halt durch. Oh, ich muss da hin. Und ich habe hier erreicht, dann findet es mich sehr stark. Also wenn ich es nicht erreichen sollte, dann wäre wahrscheinlich eher gesundheitlich der Grund. Aber eigentlich will ich das durchziehen. Deswegen habe ich mir für heute ja auch nur FF14 vorgenommen. Nichts anderes. Eigentlich war ja geplant, dass ich noch Planet Zoo spiele, aber ich glaube, erstens wäre mir das für heute ein bisschen zu öde tatsächlich, dass ich das mal sage. Zum anderen FF14 gerade mein größeres Anliegen. Weil ich würde schon gern zumindest in die Nähe von Endwalker kommen, bis Endwalker rauskommt. Nur in die Nähe. Komplett bis dahin schaffe ich es wahrscheinlich eh nicht. Was kommt jetzt? Wie zu erwarten war, liegen die Werte hier weit über dem Durchschnitt. Aber trotzdem, verglichen mit denjenigen zum Ende der sechsten Ära des Lichts, ist die Ätherkonzentration deutlich gesunken. Entweder eine primäre Beschwörung, also, oder, tja, was könnte den Äther sonst gebunden haben? Huch, was ist denn das? Bei den 12 Abenteurern, hierher! Was ist los? Das ist doch eine Kristallstreiter-Uniform. Ja. In der Tat.
Wir hatten unsere Aufträge gerade erledigt und wollten euch beim Ethermessen Gesellschaft leisten. Habt ihr gesehen, was hier passiert ist? Nein. Leider nicht. Verflucht, es ist Willred. Das ist nicht mehr zu machen. Da ist nichts mehr zu machen. Aber von wilden Tieren wurde er nicht angefallen. Sieht mir eher nach einer Stichwunde aus. Von einem Messer oder etwas ähnlichem. Kristallstreiter, Willred mitten im Wald erstochen. Das darf doch nicht wahr sein. Aha, das ist zu viel für mich. Ein Mord, ihr Götter. Gut, er klappt uns gleich zusammen. Bringen wir unseren Mann der Wissenschaft hier zurück nach Seelenruhe, bevor er mir zusammenklappt. Sie sagt es ihm noch. Gut, ich trage die Leiche. Berichte Menphilia von dem Vorfall. Sie sollte dann Alfino benachrichtigen. Ihn dürfte der Vorfall wohl auch interessieren. Gut, ich weiß nicht, wie lange es jetzt noch dauert, bis dann zu der komischen langen Sequenz ist. Dann gehe ich auf jeden Fall gleich vor aufs Klo. Weil wenn ihr eine Stunde lang hier nicht weg darf, dann geht, glaube ich, irgendwas in die Hose. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Ja, ich glaube auch. Ich sage dir vorher noch Bescheid. Okay, wie viel habe ich dann ungefähr? Also jetzt dauert es noch ein bisschen, ne? Okay. Gut. Weil nicht, dass, wie gesagt, nicht, dass ich dann stundenlang nicht wegkomme und ich dann die Hälfte verpasse, wenn ich aufs Klo müsste. Aber die Sequenz, in der Sequenz wird gesprochen, oder? Hallo Deranox! Ah, 4 Quests doch, sehr gut. Dann ist ja wieder so ein bisschen Zeit. Oh Gott sei Dank. Aber wenn ich das jetzt noch lesen müsste, ich glaube, dann wäre ich nicht nur im Stuhl gefesselt, sondern auch noch dumm. Danach. Für Wasser habe ich nicht. Hallo Minfilia, meine herzallerliebste Holdemaid, die ich nicht mag. Hallo. Lehrreich bis zu einem gewissen Punkt. Was sagst du da? Wie redet bei den 12? Ja, wir müssen ja herausfinden, wie es dazu gekommen ist. Ja. Würden wir wohl. Lass mich hier weg. Lass mich hier weg. Auf und davon. Na da. Die vorhin übersehen? Wahrscheinlich. Da ist so eine Küste.
In der Sonnenküste. Geosäischen Strand. Fragt mich jetzt nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich hab heute Bock auf Kartoffeln. Muss ich wahrscheinlich nicht, aber dann. Big, die Bademode. Ne. So, habe ich etwas Hochinteressantes gehört. Wir haben an Jahreszeiten eine bestimmte Muschelart geben. Ehrlich. Muss ich jetzt auf Muschelsuche gehen? Ernsthaft? Vor allem endlich! Weißt du? Wir dauern mal schneller als sie. Halten. Gegner besiegen. Ach, da ist der Aussichtspunkt. Ach ja. Da hin. Ja, du kleine D-Schlange. Alles fit. Okay, bist du langsam? Grundsätzlich. Komm schon! Also, und sie steht da hinten, ne? Holt sie nass ab. Und dann freut sich. Ah! Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ging. Ich glaube, ich habe meinen Vogel bisher nur ein einziges Mal gehabt. Meine ich. Wie rufe ich denn? Also, wie mache ich das denn nochmal? Da brauche ich dieses. Gieserkraut, oder? Ach, nicht irgendwas? Und dann schon wieder die Frage, wo kriege ich dieses Kraut her? Ja, und die Frage, wo ist es? Stimmt, ich habe nämlich keins mehr. Ich hatte, glaube ich, eins. Zwei? Ein oder zwei Dinge hatte ich. Die aufgebraucht sind. Oh je, was hast du denn hier schon wieder vor? Die liegt irgendwann in der Ecke. Und geknabbert von Monstern. So, zurück zu Menphilia.
bin in zweiter Dings. Da muss ich hin. Ah, okay. Gut. Ja, dann schaue ich einfach mal, wenn ich das jetzt mal. Wird eh bald mal wieder Zeit. Wenn ich mein ganzes. Meine Inventar-Sachen da. Aussortiere. Ich werde aber trotzdem gleich mal kurz aufs Klo gehen. Ich will mich halt nur so wenig wie möglich gerade bewegen. Das will ich echt das scheiß Stuhl rausquälen. Ja, wir haben Tataru gefunden. Schön, dass ihr aufgepasst. Mit dem Hauptszenario fortfahren zu können, musst du die Aufgabenreihe Kristallturm aus den Chroniken der neuen Ära abgeschlossen. Okay. Ja. Schön. Habe ich noch nie, glaube ich. Wieso muss ich? Das ist scheiße. Wieso? Ich will das nicht. Ich streike. Nein, ich streike. Nein, einfach nur nein. Mir fehlt ja. Okay, wie soll ich? Wie krieg ich? Kann ich? Wie mach ich? Wer, wie, was, weiß, Zeitum. Ich hab das wo vergessen.